Hallo und herzlich willkommen bei Wir probieren. Heute mit Hype Energy Drink. Hyper. Gesponsert von Hype Energy aus Spanien. Dankeschön. Thank you very much. Yeah, thanks. Ja. Was haben wir denn da so Schönes? Wir haben einen Organic, wir haben einen Low-Calorie. Zeig doch mal das lustige Case. Ach ja, genau, das haben sie uns wunderschön in einem edlen Case von Hype geschickt, wo die ganzen Dinge auch wunderschön reinpassen. Und wo dann oben nochmal die einzelnen Geschmacksrichtungen stehen, wo dann welche Dose platziert ist und so weiter. Und eine hässliche Spanierin. Ja, sieht wunderbar sehr edel aus, macht was her, ist echt toll. Also die Jungs haben sich und echt auch, seriös also was gegeben. Ich fange einfach mal mit dem ersten an. Das Design von der Dose finde ich auch nicht schlecht. Ist sehr schlicht gehalten. Das steht eigentlich im Hintergrund, da stehen ja lauter Sachen drauf. Ja, will ich gerade darauf eingehen. Also es ist Hype Energy, sehr schlicht gehalten. Hype Energy gibt es übrigens auch schon ewig. Ich habe letztens eine alte Dose gesehen. Okay. Die waren einfach komplett unlackiert und stand genau wie da. Einfach nur Hype Energy drauf, mehr nicht. Geil. So mag ich das. Gut, damals musstest du noch nicht die ganzen Inhaltsstoffe aufzählen. Das die Energie zu jeder Party. Ach, das steht in allen. Das steht wahrscheinlich in jeder in allen Sprache. Sprachen, ja, das Kyrillische, in Kyrillischen Schriftzeichen für russischen Raum. Ja. Ja. Fühle Hype. Sens-Täubchen. Hyper. Und so weiter. Carbonated Drink, 10 Vitamins, no artificial colors or preservatives. Also keine Kondome. Keine Präservative drin. Keine Kondome drin. Dann mach mal auf. Ja, machen wir mal auf. Welches ist das jetzt? Das ist der normale Energy. Maximum Energy steht drauf. Es hat die typischen 32, die bei uns auch zulässig sind. Sehr schön. Wupp, spritzt ordentlich ab. Es riecht anfänglich... Anders. Es riecht anfänglich... Denkst du, erstes ist sowas Richtung Red Bull gehend, also normaler Energy Drink. Aber dann kommt sowas Undefinierbares. Blaubeere. So was Undefinierbares. Blaubeere. So ein bisschen. Nee. Ein bisschen schon. Ich rieche da was anderes. Aber wie gesagt, ich krieg's nicht definiert. Okay. Ich kann jetzt auch leider kein Spanisch. Wie? Mensch, schreib dich nicht ab. Lern Spanisch. Ich kann's auch nicht. Ja, aber du hast recht. Es schmeckt nach Blaubeere. Also, bitte. Ich hab's halt einfach drauf. Geht sogar in die Richtung vom, was hast du geschmeckt? Red Bull Blue Edition. Genau. Was fehlt, wäre dann der Red Bull Prickel, finde ich aber trotzdem angenehm. Also, der... Er hat noch ein bisschen Brause. Also, ja? Brausetablette, meine ich. Echt? Mhm, ein bisschen. Aber ich finde ihn geschmacklich, der ist rund, der ist schön. Und er ist anders. Es ist... Ist er älter wie Red Bull? Weil du gemeint hast, es ist so alt. Nee, ich meinte nur, dass ich eine alte Dose gesehen habe, aber die war schon definitiv aus den 90ern. Also das ist schon länger auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, es steht nicht drauf, nee. Seit wann es das gibt. Made in the Netherlands? So viel zu Spanien. Gut, das muss ja nichts heißen. Also, nein, kann ja klar sein. Definitiv, also es ist ein spanischer... Coca-Cola kommt ja auch aus Amerika und trotzdem, wenn das, was wir hier kaufen, auch nicht in Amerika produziert, drüber geschifft. Also. Ja, aber doch, der ist schön. Gut. Also kann man definitiv lassen. Mhm. Probieren wir den Gleich nächsten. Gleich mal den nächsten. Hype Energy MFP, wo auch immer, oder was auch immer MFP bedeuten mag. Max Falex. Genau, Falex. Probieren. Ja, probieren wir es mal. Das Zeug spritzt mir immer die Backen voll, ey. Interessant finde ich bei dem auch das Design, das ist so ein bisschen an hier, wie heißt das so, nicht Kohlefaser, sondern... Carbon. Carbon, dankeschön. Bitteschön. Ja, sieht ein bisschen so Carbonfasermäßig aus. Finde ich von den beiden jetzt das interessantere Design, wobei ich diese Fall. Idee mit den, also von der Grundidee, mit diesen ganzen verschiedenen Sprachen, finde ich schon sehr gut. Finde ich eigentlich schade, dass es, also zumindest habe ich Hype Energy noch nirgends in Deutschland gesehen. Noch nie, ich habe es vorher, bevor du mir jetzt davon erzählt hast, auch noch nicht gekannt, noch nicht mal gehört. Ja. Wäre interessant, also falls ihr wisst, wo es das irgendwo in Deutschland zu kaufen gibt, als deutsche Variante, also jetzt nicht als Import. Bitte Bescheid sagen. Bitte Bescheid sagen. Ihr habt ja hier die Adressen und alles mögliche. Die üblichen Wege sind ja bekannt. Twitter, Facebook, E-Mail, Gedöns. Ich bin fasziniert gerade. Ich habe schon probiert, aber... Ja, aber wie riecht denn der? Relativ neutral, aber ich rieche keine... Er riecht so ein bisschen in diese Molke-Energy-Geschichten rein. Ja, aber ich rieche keine richtige Frucht raus. Aber eine Frucht ist es nicht. Probier mal.
Ich kriege ihn nämlich auch geschmacklich nicht zu fassen. Gell? Am ehesten, ja. Also, es bleibt relativ beim normalen Energy Drink dran. Geht so ein bisschen in die Gesundheit, in die Energy Drink sowieso, aber in die Limette Richtung. Limette, Zitrus, ja. Limette, aber nicht Zitrus, so stark. Nicht so stark. Also, es ist nicht wie eine Naturelle Zitrus oder sowas, wo du von vornherein sagst, okay, die wollen auf Krampf einen Zitrus Energy machen. Sondern es kommt halt so ein bisschen mit. Ja. Der hält sich gedeckt, aber gut. Also, es ist jetzt. Es hört sich wahrscheinlich schlechter an, als es ist. Er ist nämlich gut. Wenn ich sage, es bleibt relativ gedeckt, es ist ein normaler, in Anführungsstrichen, Energy Drink mit einem leichten Hauch von Limette. Ja, so eine Basic-Version quasi von einem Limetten-Energy Drink, wo auch wirklich nur, wie gesagt, leicht Limette drin ist. Jetzt wissen wir auch, wahrscheinlich steht MFP so mit Frucht. Gepuche. Wer hat dem denn heute ins Hirn geschissen? Nee, aber ist sehr gut, wobei ich dennoch den normalen Hype dann dem vorziehen würde. Also der ist definitiv interessant. Auf jeden Fall. So, wie man hier so schön sieht, ist der nächste sehr, sehr rosa. Weiblich gehalten, wenn man so möchte. Hype Energy and Light. Refreshing Energy Drink with Caffeine, Taurin and Vitamins, das Übliche. Irgendwelche Zusatzinformationen, was da noch so drin sein könnte? Haufen Süßstoff und Zucker. Nein. Wupp. Oh, der spritzt nicht. Die Jungs verblüffen mich echt. Die haben eine echt lustige Aromaküche bei sich auf jeden Fall. Definitiv. Du kriegst es nicht zu fassen, das doch, Zeug. Doch, es erinnert mich an einen speziellen Energy Drink, aber... Ich lass dich mal überlegen und probier schon mal. Geht nochmal? Welche Richtung ist denn das? Also es ist auf jeden Fall sowas in die fruchtige, also Rotbeere-Mischung, sowas, also so meine ich zu riechen. Und es schmeckt irgendwie, es geht in die Richtung weiße Dose. Nicht mit dem Abgang. Oder Rhinos. Eher Rhinos. Rhinos ohne negativen Abgang. Aber du merkst trotzdem, es ist Süßstoff drin. Das schmecke ich raus. Süßstoff merkst du sofort. Merkst sofort. Und genau das war es auch, an was es mich erinnert hat. Rhinos. Und zwar der Cranberry. Vielleicht. Aber ja, so in die Richtung. Ja. Oder... Die rote Take-Off. Nee, die riechen alle viel stärker. Die riechen stärker. Mhm. Ich bin fasziniert. Wobei die zwei sind sich ähnlich. Bisschen. Also, aber nicht vom Geschmack her. Nee, also vom Geruch her. Ich meine, nur Geruch. Ich habe jetzt gerade extra nochmal dran gerochen. Und gerade extra nochmal durchprobiert. Ja. Aber sie kannst jetzt nicht untereinander vergleichen. Aber. Der von denen bisher haut mich am wenigsten vom Geschmack. Also, das ist bisher der schwächste, aber. Das ist auch, da steht auch Low Calorie Energy, also. Ein Low Cal. Ja, der taucht nicht so viel. Vor allem ist er rosa. Ich werde nicht in der Öffentlichkeit mit einer rosa Dose rumlaufen. Wenn es eine Rockstar wäre, würde ich es machen. Nicht mal dann. Nein. Okay, es wäre ein Rockstar, ich würde mit rumlaufen. Ich gebe es ja zu, aber alles andere, nein. Ja, also geht so in diese Fruchtmischung Richtung. Ähnlich wie die Rhinos mit Cranberry, aber also der penetrante Abgang, der bittere oder dieses eklige bleibt da weg. Man merkt aber trotzdem, es ist Er ist Süßstoff. Und bleibt low-cal mit Süßstoff und wenig Eigengeschmack. Also wenn da jetzt noch ein bisschen Frucht mit beikommen würde, glaube ich, wäre nicht schlecht. Also da sind die beiden wesentlich besser. Vor allem der hier finde ich bis jetzt nicht geil. Ja, gut, aber wir haben ja noch einen. Und zwar den normalen Energies, den Organic Energy Drink. Hype Organic. Source of Antioxidants steht es hier noch ganz groß mit drauf. Und dann ansonsten steht noch irgendwas. Da ist Juice. Apple Juice. Cane Juice. Acerola. Hopp, mach auf. Aloe Vera Extrakt.
Ah ja. Das, mit dem man sich normalerweise eincremt oder die Haare wäscht. Hui. Die Jungs sind lustig, ohne Scheiß. Das riecht nach... Habt ihr da? Ja. Nach Bubblegum. Und zwar genau. Nach... Big Babool. Ja, so nach diesen extrem überaromatisierten Kaugummis. Ja. Big Babool. Oder nach diesen... Das ist für mich ein ganz klar Big Babool. Ja. Den gibt es seit kurzem jetzt auch in Deutschland. Vorher habe ich den nur aus dem Bereich Südtirol, Italien vielleicht noch gekannt. Das ist flüssiger Kaugummi. Das ist geil. Und Scheiß, das ist flüssiger, so Hubba Bubba oder so irgendwas. Geil. Ja, absolut. Das ist flüssiger Kaugummi. Herrlich. Und das Organic. Mm. Mach mal. Ist das geil. Das ist dann noch viel krasser. Achso, ja. Das wird noch immer stärker. Das ist echt so, als hätten sie den Kaugummi durch den Mixer gejagt. Auch mit Wasser nachgefüllt. Yes, it blends. Ja. Alter. Was für ein scheiß Zeug. Die Spanier sind genial. Oder die Holländer. Da sind wahrscheinlich in den holländischen Rohren noch so ganz andere Stoffe mit drin. Aber ist ja auch organic. Ist ja auch alles organic. Auf. Hey, wir machen mal einen Kaugummi-Energy-Drink. Oh yeah. Oh yeah. Der AOK-Auslandskrankenschein. Ja, also der ist normalerweise hätte ich gesagt, was ich als wenigstes von dem Energy-Drink haben will, ist ein Kaugummi-Geschmack. Also so ein billiges Kaugummi oder Gummibärchen-Tot. Ja. Der ist geil. Der ist wirklich geil. Der ist wirklich geil. Also, wenn ihr an Hype kommt, bestellt euch vor allem den Organic und den blauen. Die anderen beiden. Ja, wenn man die Wahl, wenn man dann den hier kann man auf jeden Fall auch noch trinken. Von dem hier, nee. Also würden wir mich, zumindest abraten. Bleh. So, jetzt haben wir noch den Energy Damit Shot. Auch richtig dröhnt. 6-Hour Power Energy Shot mit MFP Flavor. Das heißt, es ist im Grunde genommen das hier ohne Kohlensäure in klein. Das ist ja auch der MFP. Mhm. So, oh, das ist nochmal ein Schutzpenetrationsdeckelchen drauf. Freundlichen Prüsten. Mit freundlichen Brüsten. Das auch. So, nachdem hier dieses Präservativ Gedöns noch drauf weg hat. Ach genau, mit Folienpräservativ. Dankeschön. Riecht das Zeug einfach mal stumpf nach gar nichts. Also ich rieche nichts. Tatsächlich. Oder soll ich gleich? Ach, hau's dir hin. Lass mir was übrig, da ist ja nichts drin in dem Fingerhut. Nee. Der hier, wie eingeschlafene Fies, wie man so schön sagt. Also Nike Shift. Ja, nee. Den hier einmal durchlaufen lassen und dann direkt abgefüllt da rein und dann abkühlen lassen. Der ist nicht gut, aber ohne Scheiß, der hier, der ist der Hammer. Der überzeugt richtig. Go for it. Go for it, auf jeden Fall. Ja, Hype Energy, da findet ihr die Adresse, da findet ihr auch wahrscheinlich, wo es das Ganze gibt und auf so weiter. Fall. Ihr könnt die Jungs auch auf Facebook liken, wie man so schön neudeutsch sagt. Kriegt da auch wieder einige Informationen. Hey, wir sind hier in Deutschland, die tun das gefällt mir. Gefällt miren. Genau. Ja. Nein. Ja, aber auf jeden Fall von dem Shot Pfoten weg, von dem rosanen Local Pfoten weg. Die zwei, sehr geil. Kauft euch den, der ist geil. Scheiß, der ist super. Ja, und dann bleibt als Fazit nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.